Hallo und willkommen zurück zu Statistik. Es geht weiter mit ja etwas, das euch sehr viel Spaß bereiten wird. Der Erwartungswert und die Standardabweichung. Ja, gut. Also, der Erwartungswert und die Standardabweichung, die könnt ihr auf jeden Fall tief in euer Gedächtnis einbrennen. Die sind bisher in fast jeder Klausur wirklich dran gekommen. Und sind eigentlich gar nicht so schwer. Das heißt, wenn man die Formel im Kopf hat, beziehungsweise sie sogar mitnehmen darf, je nachdem, wie nett euer Lehrer, Schrägstrich Prof ist, dann lässt sich das durchaus machen. Also, was ist denn der Erwartungswert? Der Erwartungswert kürzt sich ab mit e von x. Und ja, das ist quasi der Wert, den wir erwarten würden, wenn wir ein Zufallsexperiment unendlich oft wiederholen. Das heißt, wenn wir quasi unendlich oft einen Würfel werfen, dann würden wir im Schnitt welches Ergebnis erwarten? Naja, wir würden halt sagen, okay, da kann ich euch auch gleich schon die Formel in den Kopf schmeißen, die das Ding normalerweise hat. Das ist eine Summe aus i gleich 1 bis n über, so ist das hier wieder, xi mal die Wahrscheinlichkeit von davon, dass x gleich xi ist. So, also das bedeutet Folgendes: xi ist eure euer Wert von der Zufallsvariablen und die Wahrscheinlichkeit p von x gleich xi ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit von eurer Zufallsvariablen hier. Schon wieder Skype, böse Skype. Also sagen wir mal, wir wollen einen Würfel werfen und ja, der hat ja sechs Seiten bekanntlich. Und wir werfen und werfen und werfen und werfen. Und am Schluss sagen wir einfach mal, ja, was ist jetzt passiert? Okay, von mir aus. Unser Würfel, ah, ich weiß es. Haha. Unser Würfel sagt immer gleich oft, also die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich überall dieselbe für 1, 2, 3, 4, 5 und 6, es sei denn, euer Würfel ist irgendwie gezinkt oder ist es eine Ecke abgebrochen oder sowas. Das heißt, wir haben die Summe aus ja, 1 mal, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen faul gerade, jedes Mal den Bruch hier einzufügen. Ich kopiere mir den einfach mal. So, ein Sechstel, weil ja jede Seite gleich wahrscheinlich ist und ein Würfel hat ja bekanntlich sechs Seiten, also zumindest der normale. Dann 2 mal, ich könnte mir auch einfach dieses ein Sechstel hier kopieren. Mal ein Sechstel plus 3 mal ein Sechstel plus 4 mal ein Sechstel plus 5 mal ein Sechstel und zu guter Letzt 6 mal ein Sechstel. So, 6 mal ein Sechstel ist schon mal 1. Also das kann man jetzt tatsächlich wirklich ausrechnen hier, wie wahrscheinlich euer Würfel oder was der Erwartungswert von eurem Würfel ist, also quasi was ihr erwarten würdet, wenn ihr werft. Und was da ganz logischerweise rauskommt, ist natürlich die Zahl, die genau in der Mitte liegt. Also da ihr keine Null habt, liegt die Zahl, die im Erwartungswert rauskommt, genau in der Mitte. Zwischen 1 und 6, was dann logischerweise 3,5 ist. Ihr könnt es auch gerne nachrechnen, bei der Formel kommt natürlich dasselbe raus. Das heißt, wenn ihr einen Würfel werft, würdet ihr im Durchschnitt annehmen, dass die Zahl 3,5 geworfen wird. Gut, ja, das ist auch schon alles zum Erwartungswert. Ihr werdet wahrscheinlich noch von mir Videos zu den Wahrscheinlichkeitsverteilungen hören und da gibt es dann jeweils die Formeln für Sachen, die nicht so schön gleich verteilt sind, wie das hier unser Würfel ist oder eine Münze. Da hätte ich nicht so viel schreiben müssen, fällt mir gerade auf. Aber ist egal. Ja, und jetzt machen wir direkt weiter mit der Standardabweichung. Die Standardabweichung. Lasst mich eine Formel einfügen, dann erkläre ich euch, was das ist. Achso, bevor ich es hier vergesse, das wird meistens mit einem μ abgekürzt. Jetzt muss ich mal noch gucken, wo ich. Nicht mal. Ist gleich μ. μ, 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 μ.
komm schon, lass mich nicht im Stich, hier ist es. Falls ihr das irgendwo mal seht, beziehungsweise ihr werdet es bei mir auch noch sehen, aber dass ihr nicht verwirrt seid, e von x ist dasselbe wie μ. Gut, die Standardabweichung wird mit Sigma abgekürzt. Wenn ich Sigma finde, hier. So, und berechnet sich aus der Wurzel der Varianz von x. Jetzt, das erzählt uns eigentlich schon einiges über diese Standardabweichung. Die gibt uns an, wie weit unsere Messwerte, beziehungsweise in unserem Beispielfall hier unsere Würfelwürfe, also unsere Zahlen, die bei unserem Wurf rausgekommen sind, im Durchschnitt von unserem Erwartungswert 3,5 wegliegen. Also wie viel oder wie weit die im Durchschnitt davon wegliegen. Gut, was soll das jetzt bedeuten? Naja, wenn ich eine 1 wirf, dann ist die 2,5 davon weg. Das ist schon einiges. Wenn ich eine 6 würfel, ist die auch 2,5 davon weg. Während wenn ich nur eine 3 würfel, ist die auch, ist die nur 0,5 von unserem Erwartungswert weg. Das heißt, unsere Varianz liegt irgendwo zwischen 0,5, weil näher kommen wir nicht ran, logischerweise, weil wir nur ganze Zahlen werfen können, und 2,5. Gut, dann machen wir einfach mal weiter und schauen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich schmeiße euch wieder mal die Formeln an den Kopf und ihr dürft mir dann sagen, ob es euch gefallen hat. Hoffentlich. ja, machen wir hier mal eine Summe draus. Summe bis n von i gleich 1 bis n so über xi. Minus μ. Und da haben wir wieder unser μ, wenn ich jetzt wieder schneller finde. Ja, da ist es. Hoch 2. So. Und das Ganze nochmal geteilt durch. Und jetzt kommt das Komische. Wir haben zwei Möglichkeiten. N oder aber, wir können genauso gut sagen. Ja gut, das kürzt man aber dann nicht mit μ ab, sondern mit s. N minus 1. Wenn ihr jetzt BWLer seid, dann werdet ihr wahrscheinlich diese Version hier häufiger benutzen. Wenn ihr Informatiker seid, werdet ihr wahrscheinlich diese Version häufiger benutzen. Und als Mathematiker habe ich keine Ahnung. Gut, also was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, wir summieren alle Werte in unserer Stichprobe auf und subtrahieren unseren Erwartungswert μ bzw. e von x. Quadrieren das Ganze und teilen durch n bzw. teilen durch n minus 1. Das hier, also Sigma, das hier, bzw. das hier ist ja dasselbe, nennt sich Standardabweichung der Grundgesamtheit. Warum das so heißt, keine Ahnung. Und das hier nennt sich Standardabweichung der Stichprobe. Das hier benutzt man, wenn man verallgemeinern möchte, also das hier meine ich jetzt. Also S benutzt man vor allem, wenn man verallgemeinern möchte. Und das hier, wenn man schon quasi den allgemeinen Fall hat. Aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Also ihr werdet meistens relativ klar sehen, ob ihr ein S sucht oder ein Sigma. Ist meistens angegeben irgendwie. Ja, lasst uns das doch mal auf unseren Würfelwurf hier ausrechnen. Gut, also wir haben, wir müssen jetzt hier schauen, xi minus μ und das Ganze quadrieren. Nun gut, xi ist in diesem Fall ja, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und μ ist jeweils 3,5. Da wir das Ganze quadrieren, spielen die Vorzeichen hier keine Rolle. Das bedeutet also Folgendes für unseren Fall hier. Wir rechnen 2,5 Quadrat, Moment, da brauche ich eine neue Formel für. Formel. 2,5 Quadrat, also ich lasse jetzt mit Absicht das Vorzeichen hier weg. Ich weiß, dass 1 minus 3,5 minus 2,5 ist, aber minus 2,5 zum Quadrat ist dasselbe wie 2,5 zum Quadrat. So, dann haben wir 1,5 Quadrat, 0,5 Quadrat, ups, das Plus vergessen. Dann haben wir wieder 0,5 Quadrat, weil jetzt sind wir ja bei der 4. Dann haben wir wieder 1,5 Quadrat. Und dann haben wir wieder 2,5 Quadrat. So, und dazu bräuchte man jetzt höchstwahrscheinlich einen Taschenrechner. Kleiner Tipp, hier steht dasselbe. Das heißt, ihr könnt einfach mal 2 machen und müsst nur die Hälfte davon eingeben.
So, da kommt jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 17,5 raus. Ich habe das natürlich alles im Kopf gerechnet. Nein, natürlich nicht. Ich habe mal eben das Video pausiert. Und das ist gleich, kommt dann natürlich nicht mehr oben rein. So. Und jetzt müssen wir das Ganze noch durch entweder n oder n-1 teilen. Und ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn wir das beides tun. Hier durch n. Ja, was ist. Achso, ja, n. Was ist denn jetzt n bei uns? Naja, n hatten wir ja gesagt. Wir summieren von 1 bis 6. Also ist n 6. Gut, und hier ist n natürlich. Achso, ja, doch, ist auch 6 in diesem Fall. Und da kommt dann sowas raus wie, naja, ganz grob gesagt, 2,9. Und daraus ziehen wir die Wurzel. Und dann kommt da auch grob 1,7 raus. So, und das ist jetzt unsere ja, Standardabweichung Sigma hier. Wenn wir das Ganze jetzt noch für s ausrechnen wollen, dann machen wir 17,5. Ich kann mal gerade hier den Rechner rüberschieben. Dann könnt ihr mal mitgucken. 17,5 durch 5. Das ist 3,5 und 3,5, die Wurzel aus 3,5 ist 1,87. Ja, macht einen kleinen Unterschied, aber ist nicht wesentlich. Ja, unsere Varianz liegt irgendwo so bei 1,7 bis 1,8. Von mir ist auch fast 1,9. So berechnet man das und ja, das war Varianz und Standardabweichung. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt es verstanden. Bei Fragen, Kommentaren, Anregungen oder sonst irgendwas bitte in die Kommentare schreiben. Und ich würde mich natürlich immer über ein Abo freuen. Wir hören uns, bis dann, ciao.